Moin Leute, ich bin Sammy und herzlich willkommen zurück zum Let's Play zu Strategic Command World War 2. Ja, es ist eine ganze Zeit her, seit hier die letzte Folge auf Feldherren TV erschienen ist und dafür möchte ich mich ganz herzlich bei euch entschuldigen. Ja, ich werde jetzt nicht zu viel darüber hier im Video erzählen, das würde einfach zu lange dauern. Ich werde dazu nochmal einen Community-Beitrag verfassen, wo ihr lesen könnt, ja, was passiert ist. Ja, das dazu. Und weil es jetzt so lange keine Folge mehr gegeben hat und wir unseren Wissensstand dementsprechend wieder etwas auffrischen sollten, werden wir jetzt gemeinsam mal hier uns die Schlachtfelder zusammen angucken, beziehungsweise die Frontlinien, und werden mal gucken, was zu tun ist, wie unsere Pläne weitergehen und so weiter und so fort. Okay, also das Erste, was wir tun, ist uns hier die Ostfront ansehen und die ist aufgeteilt in zwei Frontabschnitte, Nord und Süd. In der Mitte ist der Pripyat-Sumpf oder die Pripyat-Sümpfe, wo nicht ganz so viel stattfindet. An der Nordfront, dort sind wir mehr oder weniger in der bloßen Verteidigung und versuchen, die sowjetischen Truppen zurückzuschlagen, was bisher auch sehr gut gelungen ist. Momentan machen sie ein bisschen Druck hier am 21. Korps, welches hier so ein bisschen in Bedrängnis ist. Das können wir aber in dieser Runde locker wieder aufwerten. Und so ein bisschen südlich, durch die Pripyat-Sümpfe brechend, ist hier eine leichte Panzerdivision. Aber unsere zweite Panzerabwehr, ja, die kann hier vorgehen und wird sich dem Ganzen dann annehmen. Wir haben ja auch die 5. Panzerdivision mittlerweile stationiert, denn die Frontlinie, oder ich sag mal so, die Hauptkampflinie wird sich nämlich bald verschieben. Denn, und da kommen wir jetzt zum Süden der Ostfront, hier haben wir, naja, Durchbrüche kann man nicht sagen, aber wir machen immer weiter kleinere Vorstöße. Und bald haben wir hier unser Hauptziel erreicht, nämlich an diesem Fluss hier, den kennt ja heutzutage so ziemlich jeder, den Dnieper, dort sind wir bald in Stellung gegangen und werden die sowjetischen Truppen zurückgeschlagen haben. Und dann werden wir an dem Dnieper, werden wir eine Verteidigungslinie einrichten und werden das Hauptkampfgeschehen vom Süden nach Norden verlagern. Ich hoffe, dass wir das Ganze so ein bisschen überraschungstechnisch machen können. Wir werden hauptsächlich die Panzerdivisionen und einige Korps nach oben verfrachten und natürlich auch die Bomber und werden dann hoffentlich in einem schnellen Streich hier oben eine ähnliche Taktik verfolgen. Wir werden durch Litauen brechen und wenn ich mir die Truppenteile hier angucke, wird das ziemlich schnell passieren. Wir werden dann hier oben an diesem Fluss Stellung beziehen, werden hier oben bis zum Meer vorstoßen, Riga nehmen, werden Daugavpils nehmen und werden dann hier an diesem Fluss entlang Stellung beziehen, hier eine Linie einrichten, bei Smolensk halt machen und hier an diesem Fluss weiter Stellung beziehen. Gomel vielleicht noch eine erobern und dann werden wir mal sehen, wie die Russen bzw. die Sowjets beisammen sind und dann schauen wir mal weiter. Sie haben in der letzten Folge Fallschirmjäger abgesetzt. Die 4. Fallschirmjäger-Division ist hier südlich von Schitomir in Stellung gegangen und bedroht hier unsere Luftwaffe bzw. auch von Bock mit seinem Hauptquartier. Aber das werden wir schnell regeln können. Unsere Panzer hier, ja, ein Angriff oder zwei Angriffe möglicherweise, dann hat sich das Thema schon erledigt. Unsere Hauptoffensive gilt also nun hier im Süden der südlichen Ostfront. Und ja, hier haben wir auch schon die 4. und auch die 1. Panzerdivision mehr oder weniger in Stellung gebracht. Wir haben Raketenartillerie, hier Nebelwerfer weiter zur Unterstützung. Die müssen noch ein bisschen weiter vorrücken. Da können wir in dieser Runde noch nicht mit agieren. Aber ich bin da ganz guter Dinge, dass wir das hier gut geregelt kriegen. Wenn wir uns hier angucken, unsere Angriffe sind zu großen Teilen immer noch sehr erfolgreich. Wahrscheinlich einfach rein technologisch sind die sowjetischen Truppen einfach uns unterlegen. Wobei, wenn ich mir die Technikstufe hier angucke, na, hier 1, 1, hier schon 2. Denke mal, das hat auch, ja, die Moral und die Bereitschaft ist einfach auch viel höher, ne? Wenn wir uns das hier angucken, die sowjetischen Truppen waren für diesen Krieg einfach nicht bereit. So macht das den Eindruck. Okay, gut, dann gehen wir mal an einen weiteren, nicht ganz so unwichtigen Punkt, nämlich hier in die Normandie, beziehungsweise nicht Normandie, sondern Frankreich und die Benelux-Staaten. Denn hier erwarten wir in nicht allzu ferner Zukunft einen Angriff der Alliierten. Ob das mit den Amerikanern stattfinden wird oder ob das die Briten alleine sind mit ihrem Vereinten Königreich, das können wir natürlich noch nicht absehen. Und ja, wir haben das Jahr 1942, also
ganz so bald rechne ich dann doch nicht damit, aber wir wollen uns trotzdem darauf vorbereiten. Und wir haben hier einige Truppen stationiert. Das dürfte für die bloße Abwehr erstmal ausreichend sein. Dennoch haben wir ja auch ein bisschen mit Partisanen zu kämpfen. Und das ist der springende Punkt, auf den ich jetzt eingehen möchte. Paris und Bordeaux sind so die... Beziehungsweise Bordeaux ist zuerst mal das Hauptangriffsziel der Partisanen. Und in Paris können sogar welche ausgehoben werden. Aus diesem Grund würde ich, und das machen wir jetzt direkt mal, bevor ich später wieder vergesse... zwei Garnisonen ausheben. Die brauchen auch gar keine besseren Waffen. Die bloße Anwesenheit wird schon dafür sorgen, dass die Partisanen ruhig bleiben. Und da werden wir jetzt einfach mal zwei in Auftrag geben. Das Ganze kostet 90 Punkte. Die sollten wir ruhig investieren. Okay, ansonsten ist es hier noch ruhig. Wie gesagt, wir halten hier noch ein bisschen die Füße still. Unsere Truppen stehen hier bereit. Dann kommen wir zu Malta. Dort haben wir, ich sag mal, mehr oder weniger einen Belagerungszustand ausgerufen. Wir bombardieren die Insel schon ganz fleißig mit unseren italienischen Kriegsschiffen. Zwei Schlachtschiffe stehen auch wieder mit dabei. Die mussten wir reparieren, beziehungsweise die Conte di Cavour musste repariert werden. Die Roma ist mehr oder weniger neu in der Adria in Dienst gestellt worden. Und ja, wir hoffen auf die... Na, baldige kann man schon fast nicht sagen, aber auf die irgendwann stattfindende Einnahme Maltas. Wir haben noch weitere Truppen dafür bereitgestellt. Die erste italienische Armee bewegt sich gerade in Richtung Tripoli und dort werden wir sie dann hinverfrachten. Wir müssen das Ganze leider, weil es keine Bahnverbindung gibt, zumindest verlegen können wir hier nicht. Das Ganze wird noch ein bisschen dauern. Die Flugzeuge werden hier auch noch mit dazukommen, die mittleren Bomber. Wir wollen hier keinen Stein auf dem anderen lassen auf dieser Insel. Malta muss fallen. Okay, dann kommen wir zum Nahen Osten. Wir haben erfolgreich Ägypten, Israel und Transjordanien eingenommen. Syrien ist mittlerweile auch befreit. Und jetzt ist Irak an der Reihe. Wir sehen, hier ist ein indisches Korps und eine Garnison ist in Bagdad stationiert. Die werden wir hoffentlich relativ schnell übernehmen oder zerschlagen und dann die Bagdad übernehmen. Die Division oder die Panzereinheiten des Afrika-Korps stehen bereit. Können wir die eigentlich... Nee, nicht verstärken. Moment, ich wollte mal gucken. Upgraden. Ja, wir können hier schon die Panzer... Nee, es soll Panzer 4 sein. Das ist Panzer 3, Panzer 4. Wir könnten die tatsächlich upgraden. Das sollten wir definitiv mal in Angriff nehmen. Ist die Frage, wollen wir erst Irak einnehmen? Ja, würde ich fast sagen, dass wir die Upgrades dann nachmachen. Jetzt sollten wir den Schwung des Vorstoßes nutzen und hier schnellstmöglich Irak, beziehungsweise nicht nur Irak, auch Kuwait einnehmen. Okay, hier die Türkei ist in den Krieg eingetreten auf Seiten der Achsenmächte. Da werden wir natürlich auch relativ schnell mal gucken. Wir können hier die Garnison zerschlagen und immer ein Stück weiter vorrücken. Hier müssen wir definitiv verstärken und wir können auch die Einheiten der Türken noch upgraden. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Die stehen jetzt hier gebunden an der Front, aber zumindest dieses Korps, das vierte Korps, können wir definitiv upgraden. Dann haben wir hier für aus Afrika abgezogen noch Feldartillerie, welche hier oben mit in Stellung gebracht werden soll. Die wird in dieser Runde nach Odessa verlegen. Das können wir auch mal machen. Das ist auch so ein Kandidat, den ich schnell vergessen werde. So, dann haben wir sie schon mal hier an Land gebracht. Und wir können sie in dieser Runde sogar... Ne, nutzen können wir sie leider noch nicht. Schade. Aber dann ist sie für die nächste Runde schon mal dort in Stellung. So, ansonsten haben wir unten südlich von Afrika noch unsere Situation in Addis Ababa. Unsere italienischen Korps schlagen sich weiterhin tapfer, aber sie zerbröseln langsam. Und das ist in den letzten Folgen immer klarer geworden. Wir sollten jetzt tunlichst schnell hier nach unten verlegen. Wir haben nur noch Khartoum, welches uns hier in die Quere kommt. Und ansonsten, hier sind die Angriffe natürlich schlecht, weil die Versorgung so minimal ist. Da werden wir in dieser Runde auch mal die Truppen
dem Guzzoni übergeben. Oder Guzzoni, ich weiß nicht genau, wie man den ausspricht. Ja, und dann hier den Belagerungszustand ausrufen. Und das ist nur eine Garnison, Leute. Ich hoffe wirklich, dass die fix fallen wird, weil wir können Khartoum nicht besetzt in unserem Rücken stehen lassen. Das geht nicht. Das können wir nicht wagen. Ich hoffe also, dass die Truppen hier noch ein bisschen, zumindest ein, zwei Ründchen noch durchhalten. Viel länger darf es mit Khartoum einfach nicht dauern. Okay, kommen wir China. Gehen wir nach China, meine ich. Hier ist jetzt richtig was los. Wir stehen hier vor Lanzhou, der Hauptstadt Chinas, der jetzigen Hauptstadt Chinas. Wir können von zwei Seiten auf die Stadt vorrücken und bis auf ein Korps und Jagdflugzeuge ist hier momentan nichts zu sehen. Das heißt, das Ganze könnte schnell zu Ende sein. Also mit der Besetzung Lanzhous, meine ich. Hier in der Mitte haben wir, na, ich sag mal, eine Hauptkampflinie, ja, die aber so gut wie eingekesselt schon fast ist, ne? Also da sind natürlich hier noch ein paar hundert Kilometer dazwischen, aber bergiges Land. Die Versorgung für die chinesischen und chinesisch-kommunistischen Truppen, die ist hier wirklich, ja, das dürfte katastrophal sein, Leute. Also ganz im Ehrlich, das kann hier nicht mehr viel geben. Mal gucken, wie lange sie durchhalten. Ansonsten rücken wir nach Burma vor. Unsere Truppen stehen hier schon über der Grenze und warten nur noch auf ihren Befehlshaber, welcher oben noch in Wuhan steht, der aber leider nicht ganz so weit verlegt werden kann. Das ist ein bisschen unglücklich hier. Ich verstehe es auch nicht so hundertprozentig, wenn ich ehrlich bin, weil wir haben hier eine Bahnlinie, welche von Wuhan über Nanning, Hanoi, bis hier unten nach Hue, beziehungsweise nach Saigon und Bangkok sogar geht. Warum können wir unsere Truppen nicht dahin verlegen? Das hat mit den Truppen hier wunderbar funktioniert, aber auf einmal können wir es nicht mehr. Ja, und die Verlegung, die lohnt sich schon fast gar nicht, ne? Wenn wir uns das mal angucken, die können ja schon bis hier unten hin marschieren. Ja, ich glaube, wir werden hier mal, nicht upgraden. Ich glaube, wir werden hier in dieser Runde tatsächlich mal Gebrauch vom Gewaltmarsch machen, denn diese Truppen müssen wirklich fix da unten ankommen. Da führt kein Weg dran vorbei. So, na, die sollten wir vielleicht vorher nochmal verstärken. Aber das schauen wir dann gleich im Genaueren nach. Okay, dann kommen wir zum Schlachtfeld Pazifik. Unsere Truppen stehen auf den Philippinen und stehen einem sehr, sehr moralisch gebrochenen Gegner gegenüber. Wir haben hier das South Luzon Corps, welches ja, mit 7 Kraftpunkten, mit Stärkenpunkten hier noch gerade so die Linie hält. Moral ist bei 1%. Unsere Truppen machen mal eben so 0,4 Schaden. Aber es reicht nicht, um die zu zerschlagen. Wir müssen hier die Luftangriffe und auch Angriffe von See aufrechterhalten und müssen hoffen, dass diese Truppen möglichst bald hier fallen. Wir werden auch unsere Fallschirmjäger nutzen. Die werden wir wieder in den Bereitschaftsmodus bringen und werden sie irgendwo hinter den feindlichen Linien absetzen. Und auch hier unsere Spezialeinheiten sollten wir in diesen Kampf jetzt mit einbringen, damit das Ganze hier schnell zu Ende geht. Wir haben vor nicht allzu langer Zeit Midway erobert. Ein nächster Erfolg für die japanischen Truppen hier im Pazifik. Und unsere Landungsboote stehen auch schon bereit. Ich habe mich immer noch nicht dazu entschlossen, wie wir weitermachen. Entweder wir wagen es, tatsächlich Hawaii anzugreifen und Pearl Harbor zu nehmen, den wichtigsten Navy-Stützpunkt der Amerikaner hier im Pazifik, oder ob wir noch mal ein anderes Abenteuer vorher wagen und vielleicht die Salomonen besetzen, um uns die Briten aus dem Rücken zu halten und die Australier so ein bisschen zu gefährden. Ja, ich weiß es noch nicht genau. Wir können natürlich auch das mit den Philippinen, das kann ja nicht mehr ganz so lange dauern. Wir könnten ja auch genauso gut die Philippinen erobern und dann schauen wir mit den Truppen hier weiter. Aber auch hier sind britische Truppen bei Brunei bzw. bei Sarawak. Ja, also wir haben hier noch ein bisschen was zu tun, Leute. Niederländisch-Indien ist kein Problem, mit denen sind wir noch nicht im Krieg. Hier haben wir auch noch mal portugiesisch Timor. Das gehört auch den Briten. Was haben wir hier noch? Niederländisch Neuguinea ist mit uns auch noch nicht im Krieg. Australien auch noch nicht, soweit ich weiß. Ja, also wir haben echt noch ein bisschen was zu tun hier. Wir dürfen uns hier nicht auf unseren Erfolgen ausruhen. Okay, Leute, dann würde ich sagen, starten wir jetzt mal durch und gehen hier oben an die Nordostfront.
Als erstes würde ich sagen, schauen wir mal, dass wir die Panzer hier loswerden. Aber unsere Angriffe hier sind nicht von besonders großem Erfolg gekrönt. Die Truppen werten wir jetzt erstmal auf. 0 zu 1. Wir waren 2 zu 0 geworden. Aber unsere Panzergeschütze können hier noch nicht hundertprozentig wirken. Wir bringen mal die dritte Panzerabwehrdivision nach vorne. Das sieht schon ein bisschen anders aus. Die Bomber können auch wirken. Ja. Oh ja, sehr schön. Schöner Schaden gemacht. Ah, Leute, viel verflixt. Es hat schon, oder es ist schon so häufig passiert, dass die Prognose am letzten Gefecht in die Hose geht. Und jedes Mal erneut finde ich es einfach nur ärgerlich. Sehr, sehr schade. Aber okay, dann, wir gucken uns nochmal kurz das Unterstellungsverhältnis an. Na, da könnten wir in der nächsten Runde auch nochmal was machen. So, hier 0 zu 5, 0 zu 2, das könnte auch was werden. Aber wenn wir jetzt hier angreifen... Das kriegen wir gar nicht hin. 0 zu 2. Ja, ziehen sich auch zurück. Beim Zurückziehen sind sie wirklich ganz, ganz groß, die sowjetischen Truppen. Kann man anders gar nicht sagen. So, 0 zu 5, 0 zu 2. Das können wir auch wagen. Sogar 6 und 2. Und dann können wir hier mal noch das Korps vorziehen. Und damit haben wir das sowjetische Korps hier oben ausgeschaltet. Sehr schön. Okay. Wieder etwas Luft für uns. Zusätzliche Luft geschaffen. Okay. Sehr schön. Dann gehen wir hier an die Südfront. Und das Erste, was ich hier machen möchte, sind hier die Fallschirmjäger auszuschalten. Dafür nutzen wir hier die Panzerdivision. Okay. Und euch werden wir direkt mal upgraden. So. Ja, wir kommen hier auch mal noch eine Runde ohne die Panzer aus. Die werden wir jetzt hier auch mal upgraden. So, und damit haben wir hier Panzer 4 auf dem Schlachtfeld, Leute. Okay, sehr schön. Die Bomber sehen erstmal noch gut aus. Wobei hier verstärken wir auch mal. Der Rest ist noch in Ordnung. So, dann schauen wir mal. Hier oben hatten wir gute Angriffe. Ja, die erste Stoßarmee. Hier haben wir auch gute Angriffe. Das heißt, ich würde mich vielleicht tatsächlich erstmal auf die Mitte fokussieren. Die Artillerie kann in der nächsten Runde dann hier unten unterstützen bei Kherson. Ja. Ja, also wir machen erstmal die Stoßarmee und hier das, was ist es, das 24. Korps. Da werden wir uns erstmal drauf fokussieren. Und da werden wir jetzt auch die Luftangriffe mal drauf lenken. Ja, Luftangriff ist fehlgeschlagen, schade. Aber wir haben hier nochmal Angriffe. Sehr schön, der Angriff ist auch durchgegangen. Und jetzt machen wir 0 zu 4 Angriffe. Sehr schön. Unsere Artillerie kommt leider nicht da drauf. Wie gesagt, die muss näher ran noch. Nochmals mal den 0 zu 4 Angriff. Damit ist die erste Stoßarmee Geschichte. So, wir könnten jetzt dieses Korps da reinsetzen. Ist aber sehr gefährlich. Wir schwächen erstmal hier das 24. Korps noch. Können wir da jetzt noch... Na, die Stukas haben wir alle verbraucht. Da müssen wir mit den Truppen vorstoßen, beziehungsweise angreifen. Ah, 3 zu 0. 4 zu 1. Und dann wird die 4. Armee an die Frontlinie geschickt. Und damit sind diese Truppen Geschichte. Wir
können leider nicht dort hineinrücken. Auf den Hügeln Stellung beziehen, was sehr schade ist. Aber wir werden dennoch mit dem Chor da mal vorstoßen. Ja, und ziehen die zweite Armee weiter nach vorne. Und dann rücken die Nebelwerfer nach. Okay. Ah, schade, dass wir da nicht rein können. Dann werden wir die Truppen hier noch wieder auf 10 bringen. Und hier oben, diese Angriffe, die sind eigentlich auch zu gut. Okay, dann wechseln wir hier mal. Und, verdammt, hat nicht gereicht, Leute. Es hat nicht gereicht. Aber die 10. Armee mit nur noch einem Stärkepunkt hier an der Front. Das heißt, das 6. Korps wird in der nächsten Runde nicht ganz so häufig angegriffen werden. Zumindest hoffe ich es. Hier unten haben wir nur eine Garnison. Die sind schwach. 4. Gardarmee könnte eingreifen. Artillerieunterstützung. Und vermutlich können ja auch noch diverse Korps nach vorne gezogen werden. Na, warten wir es mal ab, was passiert. Warten wir es ab. Okay. Ansonsten... verstärken können wir hier erstmal nichts. Nee. Okay. Die U-Boote hier, die sehe ich gerade, die können wir mal auf 10 bringen. Hier oben können wir leider nicht verstärken. Wir bleiben auch hier in Position. Wir lassen das so. Wir haben noch hier von Leb. Der muss mal ein bisschen näher heran. Wie sieht es hier mit der Versorgung aus? Versorgung 6 von hier. Wir bringen den jetzt mal ein bisschen näher ran. Und werden uns nochmal in der nächsten Folge das Unterstellungsverhältnis angucken. Okay. Gut, damit war es das an der Ostfront. Dann gehen wir nach Malta. So, hier können wir keine weiteren Angriffe durchführen. Das heißt, unsere Truppen müssen erstmal wieder an Land. Wir werden hier die Schlachtschiffe dafür ranbringen. Das ist alles nur 10% Angriffe. Wir versuchen es aber mal. Du gehst dann mal nach da, dann kommst du noch ran. Du gehst dann mal den Hafen zur Reparatur in der nächsten Runde und du greifst auch nochmal an. Ja, die Moral ist total im Keller, Leute. Und trotzdem machen die 2 Schaden auf unsere Stukas. Es ist nicht normal, es ist richtig krass. Okay, für Malta geht die erste Armee weiter. Hier... Ja, kommt. Die Zeit haben wir. Verstärken wir die Bomber mal. Damit die richtig schön genutzt werden können ab der nächsten Runde. So, und dann gehen wir jetzt erstmal nach hier unten. Werden hier... Warte mal. Manuell. So, unterstellen, unterstellen, unterstellen. Ja, brauchen wir nicht drüber reden. Die Versorgung ist unterirdisch, nicht wahr? So. Aber jetzt umstellen wir erstmal die Stadt. So. Kannst du eigentlich verstärkt werden? Ja, wir können den sogar auf 7 bringen. Das machen wir jetzt auch mal. Und dann... der Angriff war sogar erfolgreich, Leute. Ich fasse es nicht. Sehr schön, okay. Wir haben 2 Punkte schon abgezogen. Ah, die Moral liegt bei 50%. Vielleicht klappt es dann tatsächlich schon in der nächsten Runde. Da müssen wir jetzt nur hoffen, dass unsere Truppen hier so lange noch aushalten.
Das ist natürlich das absolute Muss, was jetzt hier passieren sollte. Okay. Gut, lassen wir den hier noch stehen. Ja, alles andere. Alles andere wäre Käse. Ja, wir lassen es so. Okay, dann kommen wir hier nach oben. Genau, die Panzer nicht von Flussseite angreifen. Wir lassen von hier angreifen. Ihr könnt ruhig von der Flussseite angreifen. Ihr nehmt Mossul ein. Dann sehen wir hier, da stehen Jäger. Hier steht noch eine Garnison bei Kirkuk, bei den Ölfeldern. Und dieses Korps rückt schon mal nach. Die erste Armee rückt auch schon mal nach. So. Wie ich die Sache sehe, dürften diese Truppen hier mit der türkischen Garnison hier, dürften eigentlich ausreichend sein. So, die kriegen jetzt erstmal ein Upgrade. So. Ihr werdet noch unterstellt. Beziehungsweise, das habe ich sie dem Falschen unterstellt, nicht wahr? Und Küchler. Na, wobei, von Küchler, der kriegt das auch hin. Rommel, der geht dann mit nach da unten und kriegt dir die Afrika-Aufklärung unterstellt. Und du bleibst hier. Okay. Ja, die Italiener können wir eigentlich hier für Malta noch mitnutzen. Da sollten wir mit ein bisschen mehr Schlagkraft vielleicht an die Geschichte rangehen. Ja, das werden wir auch machen. Okay. Dann lassen wir jetzt hier mal ein paar nette Grüße regnen. Okay, sehr erfolgreiche, schöne Angriffe. Ah, sehr schön, Leute. So will ich das sehen. So und nicht anders. Und dann überqueren wir den Fluss und stehen vor Bagdad und haben eigentlich nur noch eine Garnison und Flugzeuge vor uns stehen. Das ist doch hervorragend. Und hier könnten wir sogar nochmal angreifen. Erster Angriff auf Bagdad, direkt 2 Punkte abgezogen. Sehr schön. Also jetzt bin ich davon überzeugt, dass wir hier die italienischen Truppen wirklich nicht mehr brauchen werden. Hier, das wird jetzt eine relativ schnelle Nummer. Sehr schön. Die Türken bleiben hier in Mossul stehen. Die werden wir nicht anderweitig noch vorrücken lassen. Die deutschen Truppen werden hier bei Bagdad schon, ja, die werden das hier schon gedeichselt kriegen. Okay. Hier oben könnten wir die Garnison zerschlagen. Das machen wir auch mal. Denn jetzt können wir dieser Truppe hier ein Upgrade verpassen. Die hier werden aufgewertet. Verstärkt, meine ich. Die Jäger werden jetzt auch auf 10 gebracht. Der Befehlshaber wird auch zumindest mal auf 8 gebracht. Und ihr bekommt auch ein Upgrade. Zumindest erstmal diese Waffen. Wie viele Punkte haben die Türken eigentlich? Ach, die teilen sich ihre Punkte mit den Deutschen. Genau, so war's. So. Ihr rückt erstmal nach Elekirt vor. Und ansonsten sieht das doch erstmal gut aus. Ja, sehr schön. Mein Gott, das muss man sich mal überlegen, ne? Über den Fluss eine Stadt angegriffen und die haben direkt 2 Schaden bekommen. Faszinierend. Die Moral unserer Truppen ist gar nicht mal so hoch, aber die Bereitschaft ist super mit 82%. Sehr schön. Okay, gut, damit sind wir hier durch. Wir gucken jetzt nochmal zur Marine hier. Die haben wir jetzt außen vor gelassen. Und hier haben uns die Briten in der letzten Folge tatsächlich eine Falle gestellt. So, hier müssen wir jetzt mal gucken. Ja, ich würde jetzt tatsächlich sehr, sehr gerne die Prince of Wales versenken.
Aber wir haben auch noch die Renown hier im Gebiet. Ich glaube, wir werden jetzt mal alles dafür nutzen, was wir haben, um diese beiden Kriegsschiffe hier zu versenken. Die kommen hier unten leider nicht mehr ran. Wir bewegen sie aber schon mal durch den Ärmelkanal. Okay. Oh ja. Oh ja. Okay, das könnte was werden. Wir greifen mal an. Ah, Leute, komm schon. Ach, verdammte Axt. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, dann werden wir die U-Boote hier nach Kristiansand bewegen. Okay, dieses U-Boot konnte mal zuschlagen. Dann haben wir hier noch das 8er U-Boot. Ja, sehr schön. Ach Leute, kommt schon, kommt schon, kommt schon, kommt schon. Der hat nur noch einen Punkt. Das darf doch nicht wahr sein. Okay. Damit haben wir die Prince of Wales zerstört. Gut, 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 gut. Du hast auch noch einen Angriff. Schwerer Kreuzer. Und wir haben auch noch einen Zerstörer hier liegen. Die U-Boote, die werden erstmal verstärkt. Wir befinden uns hier richtig gerade in der Schlacht um den Atlantik, ne? Das ist sehr, sehr spannend gerade. Wir haben ja ansonsten nur noch Zerstörer. Auch die können uns wehtun. Aber wenn wir die Renown, den Schlachtkreuz, jetzt hier noch wegkriegen, werden wir in dieser Runde nicht gebacken kriegen. Ja, nochmal 3 Schadenspunkte. Dann haben wir hier noch unser anderes U-Boot. Ja, nochmal 2 Schadenspunkte. So, und jetzt mit dem Zerstörer. Das wär's ja jetzt. Hat leider nicht funktioniert. Haben wir noch irgendwas in petto, Leute? Habe ich noch irgendwas übersehen? Jetzt den mit einem Punkt hier. Wir haben keine Bomber hier. Haben wir noch irgendwo irgendwas stehen? Irgendwas, was hier rankommt. Eieieiei. Nein, wir haben nichts mehr. Verbraucht, 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 verbraucht. Verbraucht. Die sind alle benutzt, diese Runde. Jetzt kommt die Renown hier mit einem Schadenspunkt, mit einem Stärkepunkt davon. Das kann ja echt nicht wahr sein. Es ist zum Mäusemelken. Okay. Es nützt nichts. Dann werden wir unsere Kriegsschiffe hier mal in die Sicherheit der Häfen bringen. Beziehungsweise hierhin. Hierhin. Hierhin, Hauptsache erstmal ein bisschen zurückziehen. Ach, verdammt. Verdammt. Okay. Du musst auch mal zurück. Okay. Immerhin konnten wir ein Schlachtschiff versenken. Das ist doch schon mal was. Die Prince of Wales ist Geschichte. So, U-Boote auf den Linien hier haben wir momentan gar nicht. Die waren jetzt alle mit im Kampf beteiligt. Okay, gut. China ist unser nächstes Ziel. Und hier fangen wir hier oben mal an, direkt im Norden. Denn hier haben wir 2 Armeen und ein Korps. Und wir haben hier die 8. chinesische Armee mit nur noch einem Stärkepunkt. Da kommen wir mit unseren Bombern dran. Wir gucken mal, ob wir das hinkriegen. Tatsächlich nicht. Okay, dann zerschlagen wir die Truppenteile so.
Und rücken hier an die Jäger vor. Und haben hier auch direkt zwei Hauptquartiere. Das ist auch interessant. Wir rücken mal weiter hier oben hin vor, aber wir sehen, hier ist direkt die nächste Armee. Die siebte. Dann werden wir die Jäger hier ausschalten. Okay, und können direkt Ningxia nehmen. Sehr schön. Damit ist weitere Versorgung der Chinesen hier oben genommen. Hier könnten wir in die Luftabwehr, aber wird uns das was bringen? Vermutlich eher weniger. Vermutlich eher weniger. Sag mal, probieren geht über Studieren. Okay. Wir können tatsächlich so Schaden machen. Das ist doch schon mal in Ordnung. Dann lassen wir das auch so. 0,1. Ah, hier an der Hauptkampflinie können wir nichts machen. Da sind die Chinesen einfach zu stark. Und hier oben müssen wir ein bisschen zurückgehen, weil die Partisanen da aufgetaucht sind. Die dürften wir relativ schnell erledigt haben. Kümmern uns erstmal um die hier. Okay. Damit haben wir die Partisanen schon zerschlagen. Sehr schön. Keine eigenen Verluste. Okay. Hier hatten wir eine Umgehung geplant. Und da sehen wir, da stehen aber noch mehr chinesische Truppen. Zwei Armeen und noch ein weiteres Korps. Okay. Ich würde sagen, wir rücken hier trotzdem vor und greifen jetzt erstmal die Flieger an. Okay. Sprechen wir die weiter. Die haben sich schon mal zurückgezogen. Okay. Na, die Truppen, die waren eigentlich für hier oben mitgeplant. Da kommen wir jetzt erstmal nicht ran. Wegen den Partisanen. Und hier tauchen noch immer mehr Partisanen auf. Wir brauchen also noch eine weitere Garnison. Wir haben Gott sei Dank noch hier eine. Die können wir transportieren. Und werden sie direkt mal hierhin verfrachten. Hier in den Hafen. Oh. Ja, so viel dazu. Taucht hier plötzlich ein amerikanisches U-Boot auf und macht uns mit einem Schuss kalt. Ah, Leute. Okay, Japan. Moment, wir können auch über Nanjing eine Garnison kaufen. Das geht ein bisschen schneller, weil die dann schon direkt im Land sind. Kaufen wir die mal. Okay. Artillerie. Welches ist eigentlich hier die schwächsten? Welches sind hier die schwächsten? Die 47. Armee im Süden. Dann werden wir die auch mit der Artillerie behaken. Aber wir kommen immer noch nicht vorwärts da. Unsere Bomber können da auch nichts reißen. Schade. Hier bei dem Hauptquartier können wir Schaden machen. Okay. Das reicht aber auch. Ich möchte die Bombe jetzt hier nicht noch gefährden, weil jetzt ist es nämlich auf 1-1 hier. Die Luftabwehr ist zu stark, beziehungsweise zu zahlreich. Okay. Gut. Dann hier unten die Truppen warten. Da ziehen wir die Truppen hier weiter vor. Habt ihr eigentlich das? Ihr habt das Mobilitätsupgrade. Okay, ihr kommt also relativ schnell da unten hin. Aber wir werden euch jetzt mal auf 10 bringen. So, bei diesem Befehlshaber, hat der das Mobilitätsupgrade? Nein. Bei dem wird sich das aber lohnen. Geben wir denen das mal, umso schneller ist der dann unten angekommen. Und jetzt habe ich nicht den Gewaltmarsch benutzt. Ah! Muss ich beim nächsten Mal unbedingt dran denken. So, hier habe ich schon geguckt. Hier können wir leider keinen Gewaltmarsch nutzen, nur in die falsche Richtung. Das heißt, die Truppen hier kommen nur langsam voran. Ihr habt 4 Aktionspunkte. Das heißt, ihr habt kein Mobilitätsupgrade, aber ihr habt das, nicht wahr?
Ja. Das heißt, euch bringe ich hier hin. Ihr könnt dann das Dorf in der nächsten Runde nehmen. Ihr bleibt auf der Straße. Du kannst erstmal noch von hier versorgen. Ja, die Garnison steht da schon hervorragend. Hier unten kommt schon keine Versorgung mehr an. Ja, doch, 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 wird sie in der nächsten Runde mit 4. Wird noch nicht angezeigt, weil wir das Gebiet frisch genommen haben. Okay. Gut. Hier unten. Na, die Versorgung ist halt so schlecht, ne? Wir ziehen die Truppen einmal nochmal ein zurück, damit die Versorgung ein bisschen besser wird in der nächsten Runde. Wir müssen hier wirklich auf den Befehlshaber warten. Ansonsten geht das da unten nur in die Hose. Okay, trotzdem Erfolge erzielt. Im Norden Ningxia eingenommen. Das ist doch schon mal ein wirklich kleiner, aber ein Teilerfolg. Ja gut, damit ist die Versorgung dieser Truppen einstweilen klargestellt. Ja. Okay. Dann kommen wir hier zum Pazifik. Hier können wir erstmal die Musashi wieder an diese Gruppe anschließen. Und die Ise bekommt ihren letzten Punkt noch wieder dazu und ist dann bei voller Stärke. Und diesen Flugzeugträger wollten wir wieder mit neuen Flugzeugen aufwerten. Und ja, wir sammeln uns jetzt hier erstmal. Die U-Boote gehen jetzt mal hier hin und schauen noch mal. Die Häfen sind frei, Leute, da ist nichts. Die Häfen da unten sind tatsächlich frei. Leute, was machen wir? Versuchen wir es mit Hawaii? Blöde ist halt auch, dass Hawaii so weit weg ist, ne? Wir müssen halt echt viele Langstreckentransporter nutzen. Ist eigentlich aber auch kein Problem, ne? Wie viele Punkte haben wir noch? 112. Wie viel kostet die in einen Langstreckentransport zu packen? Oh, der Befehlshaber kostet 106. Die kosten 64. Okay. Also ich würde sagen, dass wir mindestens einen Befehlshaber und drei Truppen brauchen. Mindestens. Also das ist das absolute Minimum. Und ich glaube, das Beste wäre es dann von Norden zu kommen, Oahu, weil hier im Hafen, da werden bestimmt Truppen stehen, genauso wie in Honolulu. Weiß nicht, fünf Garnisonen, ist das realistisch? Das könnte tatsächlich realistisch sein. Na, vielleicht sind es auch. Na, fünf ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Sagen wir mal 3 bis 4. Erwarten wir 3 bis 4 Garnisonen. Eine steht definitiv in Honolulu. Und der Rest wird in den Häfen stehen. Aber wir können es leider nicht sehen, Leute. Wir können es leider nicht sehen. Okay. Wir müssen sowieso noch einen kleinen Moment warten. Ich möchte mindestens den Flugzeugträger wieder unten haben. Und noch ein Schlachtschiff, was ja bald da sein wird. Und wisst ihr was? Dann werden wir am Ende dieser Runde, wenn es die Punkte zulassen, schon mal den Befehlshaber auf Langstreckentransporter verladen. Okay, dann hier. Luftangriffe, Leute. Luftangriffe, Luftangriffe, Luftangriffe. Der Bombermodus ist noch drin. Ich überprüfe das nochmal, weil das letztes Mal nicht ganz so gut gelaufen ist. Aber es ist alles drin. Mit ein bisschen Glück. Ne, Leute, kein Stück. Das gibt es nicht. Die machen keinen Schaden hier. Okay, die Fallschirmjäger machen sich bereit. Ihr geht hier nach oben. Dann kann er in der nächsten Runde durchgetauscht werden.
Ihr führt euren Angriff durch, schwächt die Truppen weiter. Und ihr. Ja, gut, aus Platzmangel bleibt ihr erstmal da stehen. Nützt nix. Wir könnten sie natürlich auch nochmal in Transporter packen. Wir wissen aber nicht, was hier unten möglicherweise für Seestreitkräfte sind. Gefährliches Unterfangen. Wir bringen sie mal nach Cebu. Was ich mich gerade frage, wir haben hier keinen Hafen. Na gut, der Hafen ist ein Hexfeld entfernt. Darum können wir die vermutlich in Transporter packen. Ja, okay. Aber das machen wir nicht. Das ist mir eine Nummer zu gefährlich. Wir lassen das. Okay. Wollen wir mit den Schiffen noch angreifen? Ich guck mal. Bereitschaft 32, Moral 1. Ob das überhaupt eine Auswirkung macht. Wir greifen mal direkt mit der Yamato an. Ja, schaut mal. Das hat gar keine Auswirkung. Jetzt machen wir nochmal mit dem schweren Kreuzer. Nee, das hat wirklich keinerlei Auswirkungen. Dann belassen wir es dabei. Das hat keinen Sinn. Schade. Na gut, okay. Was haben wir hier? Die sind hier einfach nur in ihren Transportern. Die werden nachrücken, genauso wie diese Spezialeinheit hier. Und verstärken brauchten wir jetzt nichts, ne? Wie war es hier mit der Hauptkampflinie? Da sieht alles gut aus. Hier unten ist auch alles gut. Hier können wir auch nichts verstärken. Na, die können wir verstärken hier. 17. Ich glaube aber, die werden in dieser Runde auch mal mit nur noch 7 Punkten durchhalten. Wobei ich jetzt gerade überlege, ob wir den Angriff hier noch durchführen. Wisst ihr was? Ja, machen wir. So, und dann wird hier auch nochmal getauscht. Ach, die können jetzt nicht mehr. Ach genau, weil die hatten ja hier angegriffen schon. Na gut. Upgrade, ach, für die Stadt. Okay, dann versetzen wir den Befehlshaber hier schon mal in den Transportmodus. Und der bleibt dann hier erstmal im Hafen. Okay, damit haben wir mit Japan keine Punkte mehr. Aber ich hoffe, sagen wir es mal so, ich hoffe, dass sich das lohnen wird. So, wir haben mit Deutschland noch 123 Punkte. Diplomatisch hatte ich mir jetzt erstmal gar keine Gedanken mehr gemacht, wenn ich ehrlich bin. Schauen wir uns das mal im Schnelldurchlauf an. Algerien, Somaliland, Westafrika, Irland tendieren in unsere Richtung. Spanien. Vichy, Frankreich, Tunesien. Spanien ist echt interessant, ne? Kommt, da stecken wir mal noch einen Punkt rein. So, noch 73 Punkte mit Deutschland. Forschungstechnische können wir da sowieso nichts mehr machen. Okay, dann würde ich sagen, ist der Feind am Zug. Geben wir ihm die Chance, auf unsere Aktion zu agieren. Müssen wir ja leider. Mal schnell gucken, irgendwas vergessen. Aber wir können die restlichen Punkte hier noch nutzen, um möglicherweise hier das Schlachtschiff oder Schlachtkreuzer auf 10 zu bringen. Kommt, das machen wir. Das ist eine gute Sache. Ansonsten stehen wir wunderbar da. Sehr schön, Leute. Der Feind ist dran. Ich habe nichts vergessen. Oh, Niederländisch-Indien, Achsmächte 7%. Interessant. Spanien-Achsmächte 6%. Auch interessant. Die Alliierten greifen unsere Konvois an. Und wir bekommen einige Punkte wieder. Sehr schön. Gibt erstmal keine Ereignisse auf unserer Seite.
Es werden erstmal einige Truppen aufgewertet. Na, unsere U-Boote werden hier angegriffen. Das war natürlich ganz klar, dass das passiert, meine ich. Aber viele Angriffe sind erfolglos. Das ist schon mal gut. Und sie fangen sich sogar selber ein, Leute. Zweimal. Was ist denn da mit dem U-Boot los? Und dann taucht es da auch noch raus. Ah, Leute. Sehr schön. Sowas sieht man gerne. Und, da oben haben wir einen Flugzeugträger. Da unten kommt auch noch mal einer. Okay, feindliche U-Boote. Oder eins zumindest. Ja, da im Atlantik ist noch einiges, geht noch einiges ab. Okay, die nördliche Ostfront wird verstärkt. Dort kommen einige Armeen, die sich hier an die Linie begeben. Chinesische Truppen ziehen sich zurück. Da kommen noch mehr. Interessant. Ahnen Sie möglicherweise den, oder riechen Sie den Braten? Kann es mir nicht vorstellen. Möglicherweise sehen wir hier den Beginn einer sowjetischen Offensive. Aber sie greifen nicht an, nicht wahr? Also zumindest bis jetzt noch nicht. Luftangriff auf Hongkong. Okay, da greifen sie unsere U-Boote an. Und hier geht's jetzt nochmal gleich zur Sache, Leute. Eine schwere Panzerdivision rückt an die türkische Grenze. Dieses Korps da, das steht da in einem wirklich, wirklich extrem schlechten Gebiet. Ohne Gegenoffensive der Chinesen im Norden. Leute, das gibt's nicht. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ach, schade, Leute. Sehr, sehr schade. Sie haben Addis Abeba erobert. Ach, unser Wunsch ist nicht in Erfüllung gegangen. Die Truppen hier konnten leider nicht mehr länger aushalten. Sehr, 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 sehr ärgerlich. Ja, und jetzt rücken sie natürlich weiter vor. So, und jetzt müssen wir eigentlich zusehen, dass wir vielleicht doch noch die ein oder andere Truppe in den Süden bringen. Ah, es ging einfach nicht schnell genug. Ich hätte natürlich auch, das habt ihr auch schon diverse Male in die Kommentare geschrieben, den Gewaltmarsch deutlich häufiger nutzen müssen. Keine Frage. Ja, die italienische Moral fällt auf dem Grund, aufgrund vor des Fall von Addis Abeba. Ja, okay. Ja, freut euch nicht zu früh. So, die Afroamerikaner starten die Double V-Campaign für einen Sieg über den Faschismus und die Diskriminierung. Okay. Aber ansonsten war das für uns eine nicht unerfolgreiche Runde. So, wo steht denn die italienische Moral? Londoner Garnison. Flugzeugträger bei. Oh, okay. Gar nicht mal so weit weg von uns. Leichter Kreuzer in Sydney. Da ist noch ein Korps nördlich von London. Eine Garnison in Bristol. Noch ein Zerstörer in Australien. Okay, Neuseeland haben wir auch was. Da ist ein Transporter in Amerika. U-Boot. Bei Amerika noch ein. Zerstöre alles relativ uninteressante Infos. Hier haben wir noch ein Korps in Indien. Und das war's dann jetzt auch. Okay. Unsere Truppen hier können jetzt ein bisschen weiter vorrücken. Wobei ich sehe jetzt gerade, hier kommt eine indische Armee. Natürlich auch ungünstig. Da müssen wir in der nächsten Runde drauf reagieren. Das geht gar nicht anders. Ich glaube, wir lassen dann die Indochina-Armee in Wanting stehen.
damit die Wan Ting nicht schon wieder erobern. Das haben sie ja schon mal geschafft. Ja, hier können wir die Pioniere in der nächsten Runde zerschlagen. Hier haben sie ein Korps zurückgeschlagen. Das ist natürlich auch schade. Und hier oben können wir nichts mehr machen. Ich glaube, hier sollten wir uns zurückziehen. Beziehungsweise Nings hier halten, versuchen zu halten. Und hier von hier oben ein bisschen Druck zu machen, die Befehlshaber mit anzugreifen. Hier geht auch immer noch nichts. Okay. Ja, hier oben wird es jetzt noch mal ein bisschen schwieriger. Aber auch das werden wir hinkriegen. Schauen wir mal kurz hier. Wie sehen hier die Möglichkeiten aus in der nächsten Runde? Oh. Da steht eine indische Armee. Plötzlich. Aber unsere Panzer können in der nächsten Runde. Na, dass wir Bagdad einnehmen, ist gar nicht mal so unrealistisch. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja, und mindestens eine der italienischen Armeen wird definitiv nach hier unten verlegt. Vielleicht sogar beide. Das müssen wir mal abwarten. Schauen wir uns dann in der nächsten Runde an. Okay, im Atlantik gehen die Gefechte auch noch weiter. Ja, wir können hier. Also die Tirpitz sollten wir definitiv reparieren. Ansonsten hier das Schlachtschiff, das wird sich verkrümelt haben. Das wird in Newcastle im Hafen liegen oder sonst wo hier oben. Da kommen wir nicht mehr ran. Okay, gut Leute, dann sehen wir, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Die nächste Folge, so viel sage ich jetzt schon mal, wird morgen erscheinen. Schaut bitte sehr gerne in den Feldherren TV Programmkalender. Den habe ich jetzt schon geupdatet und dort könnt ihr jetzt sehen, wie es in den nächsten Tagen weitergehen wird auf Feldherren TV. Und wie gesagt, es wird auch nochmal einen Community-Beitrag von mir geben. Ansonsten sage ich, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und dann bis morgen. Bleibt gesund, euer Sammy. Ciao.